Für den 4. Oktober schauen wir ins Krafttier-Orakel. Was bekommen wir denn da für eine schöne Tageskarte? Welches Krafttier? Der Hund, wie süß. Hier steht, ich zeige es euch gleich mal, dass ihr den seht, ja. Hier steht Kraft der natürlichen Intelligenz, ein tiefes emotionales Einfühlungsvermögen und Intuition, Treue, Hingabe, Freundschaft und Loyalität. Ja, so ein Hund, wenn der einmal an einen Menschen gebunden ist, dann bleibt er dir ein Leben lang treu. Und vielleicht hast du das Glück, so einen Menschen auch zu finden. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht ein Tier, das dir zur Seite steht. Vielleicht hast du selber einen Hund zu Hause, der dich vergöttert und den du vergötterst. In dem Fall seid ihr wirklich ein Seelenpaar. Ja, also ihr gehört zusammen. Das ist genau so gekommen, wie das Schicksal es wollte. Wenn du die Eigenschaften dieses Tieres mal analysierst, dann siehst du, dass du dich auf deine Intelligenz, auf deine natürliche Intelligenz, also sprich deine Intuition verlassen kannst. Ja? Dein Bauchgefühl wird dich sicherlich nicht anlügen heute. Und du hast vielleicht ein Einfühlungsvermögen, das dir auch dabei hilft, anderen Menschen bei ihren Problemen zu helfen. Ja? Also so ein Hund, der kann auch verwendet werden, zum Beispiel als Rettungshund, als Suchhund. Es gibt Hunde, die sind darauf trainiert zu riechen, wenn ihr Diabetespatient, ihr Eigentümer zu wenig Glucose im Blut hat oder zu viel, und dann würden sie dem Menschen das auch mitteilen. So, Achtung, bei dir stimmt was mit dem Blutzucker nicht. Also so ein Hund, der kann anderen Menschen helfen, einfach dadurch, dass er eine erhöhte Wahrnehmung für bestimmte Dinge hat, und das kannst du vielleicht auch. Ich wünsche dir damit einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!